Willkommen, willkommen bei einer der wichtigsten Unboxings dieses Jahr. Und nein, es geht nicht um ein Smartphone, sondern um etwas, was Nintendo aus der Patsche hilft, nachdem der Pokémon Go Start ja riesengroßer Erfolg für Nintendo war. Die sind ja beteiligt an Pokémon Company, haben wir jetzt etwas, was Nintendo alles selber geschaffen hat. Vor, ich glaube, ungefähr 30 Jahren kam ja die NES raus und ihr wisst es ja sowieso schon vom Titel alle, es geht natürlich um die Classic, die ich jetzt schon bekommen habe, um die Classic Mini. Ich habe hier eine Nintendo-Tüte bekommen und die ist voll gepackt mit natürlich nicht nur der Konsole, tada, die übrigens morgen, übermorgen bekommt, je nachdem, wann ihr das Video anschaut, am Freitag, dem 11. November geht es ja los. Ab dann kann man sie kaufen, auch ich glaube lokal, wobei ich denke, dass sie ziemlich gut ausverkauft sind online, in Läden, bin ich mir nicht sicher, wie gut die verfügbar sein werden, hier die Nintendo Classic Minis. Aber was ihr auf jeden Fall auch beachten solltet, kauft euch einen zweiten Controller dazu, denn es ist ja nur einer in der Verpackung. Das sehen wir mal gleich, denn es ist natürlich ein Unboxing-Video und wir sind übrigens deswegen in diesem komischen Setup hier. Das ist übrigens mein Bett, wenn ich mal in München bin. Hier, weil gerade rechts oder hier gegenüber von mir ein großer Fernseher ist, 55 Zoll, wo ich gleich live natürlich spielen werde für meine ungarischen Fans und ihr in Deutschland könnt entsprechend auch live zuschauen, wenn ich morgen ein, zwei Stunden spiele, einfach auf Facebook gentechvideo.de den Kanal suchen oder die Seite folgen und dann reinschauen, wenn ich dann spiele, morgen irgendwann am Nachmittag. Ich gebe euch die Daten nochmal genau durch auf der Seite. Also auf jeden Fall nicht vergessen, reinzuschauen, wenn es dann um das Live-Zocken geht. Also wir haben hier die Nintendo NES und übrigens auch deswegen liken und folgen und alles auf meinen Social-Media-Kanälen, denn natürlich wird es die hier zum Verlosen geben. Ich bin zwar ein Gamer oder war mal ein Gamer, aber ganz so viel Zeit habe ich sowieso nicht, also auf jeden Fall mal reinschauen. So, was haben wir hier? Das schaut aus wie die alte NES. Ich habe leider keine alte NES, also ich kann keinen Größenvergleich machen. Würde ich, wie immer, natürlich gerne machen, aber wir haben hier einmal ein großes Achtungsschild, weil das ist auf Französisch. Ich verstehe es nicht, aber hier ist eigentlich die deutsche Adresse von Nintendo drauf. Auf der Seite nochmal das gleiche Bild mit der Nintendo-Konsole und auf der Seite ist nochmal eine Liste mit, was ist in der Verpackung drin. Die zeige ich euch jetzt nicht explizit, aber auf der Rückseite viel wichtiger, die 30 Spiele, die dabei sind. Leider kann man hier keine Cartridges reinstecken oder ähnliches. Es gibt einfach 30 Spiele und es bleibt bei 30 Spielen, die ich euch jetzt am besten vielleicht vorlese. Mario Brothers Zelda, und zwar The Legend of Zelda, also das erste Zelda. Kirby's Adventure, Donkey Kong, Super Mario Bros. 3, Pac-Man, Metroid, Mega Man 2, Final Fantasy das erste, Castlevania, Ninja Gaiden, Punch-Out. Das sind jetzt 12 Spiele und dazu kommen noch Super Mario Bros. 2, Galaga, Balloon Fight, Zelda 2, Ghosts'n Goblins, Ice Climber, Excitebike, da habe ich viel mit gezockt. Mario Bros. Hatten wir doch oben schon mal, komisch. Kid Icarus, Dr. Mario, Donkey Kong Jr., Bubble Bobble, Gradius, Tecmo Bowl, Super C, Castlevania 2, Star Tropics und Double Dragon 2. Ich finde es ein bisschen schade, dass teilweise erste und zweite Teile mit dabei waren. Natürlich bei Castlevania macht es Sinn und bei vielen anderen Spielen auch, wie bei Zelda, weil die machen ja wirklich stundenlang Spaß. Aber gerade bei so einfachen Spielen wie Double Dragon finde ich es ein bisschen komisch. Und Dr. Mario, also das ist echt so ein Tetris-Verschnitt. Tetris habe ich eh nicht gelesen, aber es geht ja in die gleiche Richtung. So, was steht hier noch? Wir brauchen, also ihr müsst auch dazu kaufen, ein TV-Gerät, einen Monitor mit HDMI-Anschluss, habe ich gerade gesagt, und ein Netzteil mit einem USB-Anschluss. Ah, separat müsst ihr also ein Netzteil noch dazu holen, weil das Ding hat scheinbar kein Netzteil in der Verpackung drin. Wieso eigentlich? Die Controller, ich glaube, das ist der Originalstecker von dem Controller. Also wenn ihr noch Controller zu Hause rumliegen habt, die da, dann könnt ihr, glaube ich, das noch benutzen. Kann ich, wie gesagt, nicht ausprobieren, gibt es aber bestimmt etlich Supportforen und tralala noch dazu. AC-Adapter not included, hier nochmal schön in Rot, also auf jeden Fall darauf achten. Handy-Ladegerät bereithalten, mit einem USB-Ladegerät könnt ihr dann die Konsole benutzen. Ich habe es unten verlinkt, nicht nur die Konsole und den Controller, sondern auch natürlich, was ihr da noch dazu kaufen könnt. So, was zu lesen, brauche ich nicht. Konsole, ja, Fall raus. Jetzt hab so ein, Plastikkübel einfach mit nichts drin. Es fühlt sich ein bisschen interessant an, aber naja, Hauptsache die Spiele laufen flüssig und ich bin vor allem aufs Interface gespannt, wie wir uns von Spiel zu Spiel hangeln. Das ist, glaube ich, ein Controller. Übrigens, ich glaube, die Controller sind mit Kabel
Was ich aus der Hinsicht schade finde, weil mein Fernseher, also vom Fernseher zum Bett bei mir, sind so, ja, gute 3 Meter. Ich glaube nicht, dass ein 3 Meter langes Kabel hier drin ist. Aber was schauen wir mal, was wir hier noch so drin haben. Ein HDMI-Kabel, da hat Nintendo nicht gespart. Tada! Und ein Micro-USB-Kabel. Super, weil wir können, ihr müsst gar kein Netzteil kaufen, sondern die Konsole einfach an den Fernseher anschließen. Die meisten Fernseher haben ja einen USB-Stecker, zumindest die neueren, die letzten 4-5 Jahre, glaube ich, alle. Müsst ihr dann Fire TV-Stick oder ähnliches einfach mal rausziehen und hier den reinstecken über USB. So, ich zeige es nochmal aus der Nähe. Das ist ein schön langes Kabel, also könnt ihr die Konsole wirklich weit weg von einer Stromquelle dran stecken. Dann haben wir hier den Controller. Da. Schade ist allerdings übrigens, wie gesagt, ich werde ja live für euch zocken, deswegen das Setup hier, ich lege gleich los schon mal, wenn hier alles ausgepackt ist, dass ich keine zweite Person habe aktuell, mit der ich das spielen kann. Mein Bruder verreist für 3 Wochen nach Afrika. Naja, aber er wird bestimmt lieber Nintendo zocken. Also, der Controller. Schön Gummi in der Mitte, Plastik an den Seiten, natürlich keine Schulterknöpfe, kein gar nichts, ein simpler Controller mit einem Kabel, das hier dunkelblau verpackt ist und ja, höchstens einen halben Meter Länge hat. Also die Konsole muss auf jeden Fall neben mir liegen, aber ich habe eine coole Lösung dafür. Ah, verdammt, ich wollte ein separates, einen externen Akku benutzen, aber fällt mir ein, irgendwie muss ich ja auch an den Fernseher noch die Konsole anschließen. Naja, mal schauen, wie lang meine HDMI-Kabel sind. Also hier ein Kabel, das wollt ihr natürlich wissen, wie lang ist das? Bluetooth-Controller wären schon nice gewesen, aber vielleicht überlegt sich Nintendo ja einfach weiteres Zubehör auch für die Classic vielleicht auf den Markt zu bringen. So lang ist das Kabel. Das ist vielleicht 1 Meter. Ich würde jetzt sagen, 80 cm steht auf dem Kabel nicht drauf. Manchmal schreiben sie es ja drauf. Aber was steht nochmal hinten drauf? Frankfurt am Main, der Nintendo Controller Made in China, der CLV002. Kann man hier vielleicht lesen, wenn es nicht zu sehr spiegelt. Jetzt hat. So. Das habe ich euch nicht gezeigt. Haha, die Konsole. Da ist sie und sie ist winzig, wie erwartet. Ich glaube, der einzige Grund, wieso sie so groß ist, der einzige Grund, wieso sie so groß ist, ist, weil die Stecker hier dran passen müssen. Ich denke mal, das ist echt für die Nostalgiker, die noch die alten Controller haben, die können das hier benutzen. Dann haben wir hier einen Reset-Knopf und einen An- und Ausschalter. Power, den kann man reindrücken, der bleibt auch drin. Und, aha, das kann man nicht aufmachen. Passiert gar nichts. Eine leere Box. Ich glaube, ich werde das Ding mal später zerschrauben und schauen, wie groß ist das? Ich glaube, das ist ein Raspberry Pi drin mit einfach einer coolen Software von Nintendo und einem Chip, wo die Spiele drauf sind. Vielleicht kann man es irgendwie hacken. Wobei, darum geht es in dem Video ja nicht. Was haben wir für Anschlüsse? Natürlich HDMI und Micro-USB. Und das war's schon. Kein Sound, kein SP-Diff, kein gar nichts. Und ja, Kontrolle, die Box ist wirklich klein. Noch viel Blabla auf der Rückseite. Könnt ihr, wenn ihr wollt, jetzt lesen, wenn ihr das Video anhaltet. Und ja, das war's auch schon mit dem Unboxing. Let's plug it in and play. Und wie gesagt, Facebook reinschauen, abonnieren und natürlich all meine Videos auch anschauen, wenn ihr eh schon dabei seid. Sind ja nur um die 9000 Stück. Nur Scherz beiseite. Das Live-Video von Facebook werde ich übrigens auch dann später runterladen und posten nochmal auf YouTube, damit ihr euch die 2-3 Stunden, die ich zocken werde, natürlich auch reinziehen könnt, wenn ihr wollt. Wird natürlich kein 4K sein, sondern ich glaube 27p. Und ich bin gespannt, wie das so wird. Wenn es cool ist und es euch gefallen hat, werde ich das auf jeden Fall öfter machen. Nicht unbedingt mit Gaming, sondern mit anderen Lösungen, wie zum Beispiel einfach, dass ihr live zuschauen könnt, wenn ich solche Videos drehe. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt nochmal. Mein Name ist Ballasch und bis zum nächsten Mal.